Wie gesagt, die würde halt echt gern heute noch in den dritten Akt reinkommen. Das wäre schon ein gutes, gutes Stückchen. Ich speichere mal kurz. Was ja eigentlich einfach geradeaus durchrennen, ne? Das Medaillon wird noch. Alle Achtung. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wo ich genau ich jetzt hin muss. Ah ja, wir haben es geschafft. Okay, wir noch mal im Glück. Okay, mach das. Viel Erfolg dir. Endlich bist du da. Wir sind von Nilfgaardern angegriffen worden. Wie kam denn das? Die standen da rum und starrten in den Nebel, warteten offenbar auf etwas. Ich ging mit ein paar Männern hin, um sie anzureden. Wes sollte uns Deckung geben. Ich frag sie freundlich, was sie so in den Nebel gaffen, ob sie vielleicht auf den Kaiser warten. Nichts, keine Antwort. Gesichter bleich vor Wut. Sie knurren nur irgendwas in ihrer hässlichen Sprache. Da kommt plötzlich eine Frau aus dem Nebel. Wunderschön, aber halbtot. Sie wankt, fällt hin, lässt einen kleinen Gegenstand los. Eine Statue aus Nephrit, nicht größer als eine Männerhand. Wenn es nicht ausgeschlossen wäre, würde ich sagen, dass die Statue aussah wie Triss. Dass Triss in eine Statue verwandelt worden ist. Das ist nicht ausgeschlossen, sondern Artefaktenkompression. Wo ist die Statue? Keine Ahnung. Die Frau schrie die Soldaten an, dann gingen die Schwarzen auf uns los und sie lief mit der Statue auf unser Lager zu. Ich gehe nachsehen. Wir kommen mit. Aufbruch! Ja, alles schön und gut, aber das will ich halt einfach gerade gar nicht. Okay. Ja, ich muss hier noch die Leichen finden. Die Frage ist halt, wo sind die anderen Leichen? Das ist ja das, was mir gerade so ein bisschen zu schaffen macht, weil mir halt Leichen fehlen. Nein! Da wollte ich jetzt gerade gar nicht hin. Donnerschlag. Da wollte ich doch gerade gar nicht hin. Mann. Nervig.
einfach jetzt mal kaum wieder leben. Wieso geht das denn jetzt hier nicht? Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich glaube halt einfach, ich habe gerade einen Bug. Hier sind Menschen. Da will ich nicht nochmal reinlaufen. Oh, endlich. Okay, einmal trinken. Gluck, 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 gluck. Und weg das Ding. Von Umweltverschmutzung hat der Kerl auch noch nichts gehört. So, wir brauchen Leichen. Irgendwo müssen halt einfach noch Leichen liegen. Frage ist halt einfach nur wo. Da ist das Vieh. Wir brauchen Leichen. Irgendwo müssen doch noch Leichen sein. Nicht diese Leichen. Menschliche. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo dieser Ort war. Es gab drei Orte. Mit Leichen. Aber wo? Waren sie? Da geht's zu Grumpelzahn, wie auch immer der Kerl heißt. Großen komischen Alten. Vielleicht muss ich einen Friedhof aufsuchen. Ja, ja, eigentlich schon. Es sind wildlebende Leichen. Die leben in der Wildnis. Hier ist es auch nicht. Okay, die beiden Hauptlager habe ich schon. Es ist irgendwo. Da ist es nicht. Ein Friedwald. Nee. Ich suche solche Leichen hier. Solche, nur noch nicht verkohlt. Ich muss eine Feuerbestattung machen. Ich weiß wohl nicht, wo die anderen Leichen abgeblieben sind. Da vorne sind noch welche, aber die hatte ich auch schon. Ah, wenn es mal so einfach wäre. Und die hatte ich auch schon. So, einen Ort mit Leichen gibt es noch, aber wo ist der? Da muss ich jetzt nicht hin.
Da war er hier irgendwo. Oh, warte mal. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ich hab die Leichen gefunden. Ich hab sie. Diese Spuck und schon sehen sie aus wie neu. ich glaub nicht. Also hier war auf jeden Fall noch eine Leiche. Aber es reichte wohl nicht. Bring uns auf Kurs, muss man fix ein paar aus meinem Gesicht schneiden. Mach das! Was? Okay, das war noch eine Leiche, aber... Braucht doch noch mehr, oder nicht? Da ist auch noch eine. Du hast sie gefunden oder du machst sie? Nee, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Aber eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch. Ach du Schreck. Ja, ne? So, wo finde ich jetzt die letzte? Sehe hier keine mehr. Verbrenne alle Leichen in der Gegend. Ja, es fehlt dann ja wohl noch eine. Aber wo ist die? Da brauche ich nicht hin. Da ist hier oben noch einer. Bist du aber hässlich? Hi. Nee, hier nur Troll. Hier Troll. Hier nur Troll. Keine Leiche. Schade. Okay. Macht das Ganze nur dezent schwieriger. Ich könnte halt auch einfach Google fragen, ne? Warte mal. Bin des Suchens leid. Es kann nicht mehr viel sein. Aber wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Schuchtenlager, Trostknechte. Das hilft mir nicht. Das hilft mir einfach nicht. Das ist das Lager nach 7.
fragte man und nun. Sind ich aber jetzt die Operation in der Fossilien etwas beantworten? Weiter hat das Lager nach Süden verlassen, folgt im Flusslauf in die gleiche Richtung. Sein Knick im Westen. Was und hilft den Soldaten im Kampf gegen die Moderhäute und einem Leichenfrisse? Jetzt können wir die Leichen der Gefallenen verbrennen. Ja, da bin ich, aber da fehlt eine Leiche. Habt ihr 9 Leichen verbrannt? Ja, eine fehlt. Kehrt in das Lager zurück. Okay, es muss. Wir haben überall 3 Leichen gefunden, außer da, wo wir jetzt gerade sind. Da, wo wir jetzt gerade sind, fehlt eine. Das heißt, die muss hier irgendwo sein. Hier. Aber, hä? Habe ich den nicht eben verbrannt? Hä, das ist doch die, die ich eben verbrannt habe. Ja, mein Leichendieb. Oder ist das eine andere? Das ist einfach eine andere Leiche. Ne, ich kann es aber auch nicht mehr anvisieren. Ne, ich kann die Leiche leider nicht anvisieren. Also, die wird schon. Da ist sie! Ich versohle dir den Hintern! Aua! Oder? Ja, wir haben sie gefunden. Tada! Wir haben sie gefunden. Ich speichern. Das heißt, Auftrag fertig. Finde die Standarte. Ja, ja, haben wir. Fragen. Blutfluch. Und dann kleben wir hier nach hinten. Ich muss Ort im Augenschein. Okay. Ich glaube, dann können wir uns jetzt allgemein der Hauptstory widmen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich damit trotzdem noch alles erreiche. Wische. Whatever. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Ja, ne? Vor einigen Jahren habe ich gegen die. Ich möchte. So ihr als Stug gibt's. Nein. Nein. Ich möchte auf mein Lager zugreifen. So, ich packe erstmal einfach alles ins Lager. Wir werden ja irgendwie irgendwo mal wieder drauf zugreifen können. Das ist mal alles, was schwer ist. Brauche ich. Sowas. Leder. Neckerzähne. 80. Pechdraht. Okay. Was geht uns die hohe Politik an? Was gibt's? Nein, was ist ein Dialog? Huch. Nee, das will ich nicht. Ich will da rein. So. Rennt vor, meine kleinen Kompagnons. Rennt vor.
Kommt der nochmal? Zu spät. Ist Percival bereit für die Überfahrt? Das schon, aber sie lassen uns nicht ziehen. Wir sind Bestandteil von Hänsels Plan. Hänselt ist mir egal. Schillert hält Triss gefangen. Ich muss ihr helfen. Das geht jetzt nicht. Sie lassen uns nicht ablegen, solange du den Fluch nicht aufgehoben hast. Und zu Fuß haben wir gleich keine Chance. Wenn sie sie tot wollten, hätten sie sie längst umgebracht. Außerdem wissen wir, wo Schillard hin ist. Nach Lokmuin, Hexer. Die Herrscher und Zauberer treffen sich in Lokmuin, um über das Schicksal der Welt zu beraten. Da findest du auch Triss. Ich verspreche es dir. Bin wieder frisch geschworen. Sehr gut. So, wir müssen erstmal zu Königin sind. Auch in Ordnung. Eigener Wille in diesem Spiel? Nope. Einfach nope. König Hänsel erwartet dich. Ja, ich weiß, was er mir erwartet. Verdammt. Endlich. Hast du Sabrina Spieß? Nicht nur den. Ich habe alle Artefakte bekommen. Es soll nicht zu deinem Nachteil sein. Und jetzt Magie. It's magic. It's a kind of magic. Das hätte ich eigentlich auch komplett reinpacken. Geht's noch rein? Ja, super. Sehr schön. Schönes Ding. Hier starb sie. Nachdem sie alles verhunzt hat. Die Bosheit dieses Ortes ist fast greifbar. Im Kerzenlicht umso mehr. Die Leute sind verrückt geworden. Irgendwer behauptet, die Schlampe wäre den Märtyrertod gestorben und schon zünden sie Kerzen für sie an. Ich muss diesen Ort aus der Distanz sehen. Während der Exekution stand ich auf der Anhöhe da drüben. Ich zeig's dir. Oh ja, zeig's mir. Komm schon. Ist mir richtig. Was? Nein, oh, der ist sogar laut gesagt. Geh schneller, alter Mann! Bitte! Ja, wahrlich. Ganz ehrlich, ich könnte ihm halt einfach während er geht die Schuhe besohlen. Aber ich kann nochmal speichern. Dass er die Magischen rechnen kann. Ebenes Gelände. Sehr gut. Machst du dir Sorgen um deine Füßchen? Herr, ihr müsst Schutzrunen um den Scheiterhaufen herumzeichnen. Das war doch Sache der Hexer, nicht der Könige. Oder irre ich mich da? Für Erklärungen reicht die Zeit nicht. Wofür die Zeit reicht, bestimme immer noch ich. Die Runen müssen von dem gestreut werden, der das Ziel des Fluchs ist. Sag das doch gleich. Gut. Jetzt sag mir, was geschehen wird. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir die Ereignisse von vor 3 Jahren rekonstruieren. Wie willst du das machen, wenn die meisten Beteiligten längst die Würmer satt gemacht haben? Es geht um die damalige Energie. Die Energie derjenigen, die den Fluch aussprach, in Verbindung mit der Energie des Ziels. Ha. Wenn es euch gelingt, mit dem Sand die richtigen Runenzeichen zu streuen, erscheint Sabrinas Geist. Ruf die Schlampe ruhig ins Leben zurück. Ich ramm ihr mit Vergnügen meinen Spieß in den... Denkt daran. Ihr müsst sie genau da treffen, wo sie damals der Soldat traf. Nur früher, ehe sie den Fluch ausgesprochen hat. Die Wunde finde ich schon. Aber wie erkenne ich den richtigen Zeitpunkt? Sobald ihr hört, dass sie euch erwähnt.
Gebt acht, denn dabei muss nicht unbedingt euer Name fallen. Ist das alles? Damit endet eure Rolle. Den Rest erledige ich. Während ich den Exorzismus durchführe, können übrigens Geister erscheinen. Können oder werden? Werden. Das hängt von der Aura ab, über die Sabrina im Jenseits verfügt. Kann mir kaum vorstellen, dass die Dreckskuh bei den Geistern beliebt ist. Gut, sag mir, was ich zeichnen soll. Bringen wir es hinter uns. Ihr müsst dort hinabsteigen, Majestät. Und du? Ich leite euch an. Von hier aus habe ich den Überblick. Woher soll ich jetzt wissen, was da verzeichnen soll? Ihr habt doch keine Ahnung. Ich weiß, dass es nach einer bestimmten Reihenfolge geht. Aber fragt mich bitte bei Gott jetzt nicht mehr welche. Open Fingers atmen. Waren es die Rahmenkadaver oder waren es die Saumilch? Weiß es doch nicht mehr. Warte mal. Ich darf nicht einfach irgendwo nachgucken. Wie war das nochmal? Fangt an, das Pulver auszustreuen und geht dabei in Richtung Steinschüssel. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Ja. Lasst uns von vorn beginnen. Okay, er sagt's wenigstens. Also wir klicken uns einfach durch. Herr, sucht im Kreis nach einem Rabenkadaver. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Das geht jetzt nicht ganz weiter, beginnen. Bis wir es richtig haben. Wir könnten das halt auch einfacher machen. Ich weiß halt nicht, in welche Reihenfolge das geht. Da braucht keine Lösung. Egal. Dann klicken jetzt wir uns einfach durch. Jetzt zum versteinerten Brotleib hin. Okay, das war richtig. Also Brotleib war schon mal richtig. Fangt an, das Pulver auszustreuen und geht dabei in Richtung Steinschüssel. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Lasst uns von vorn beginnen. No, dann geht's... Okay, okay. Oh, das kann dauern, das kann dauern. Warte mal, ich brauche einen Zettel. Zettel in so einem Moment. Brauche ich denn? Nein. Oh, das kann dauern. So. Warum habe ich mir das damals nicht aufgeschrieben? Also als erstes war es das Brotleib. Nummer 1. Jetzt streut zum versteinerten Brotleib hin. Okay, Brotleib. Die Milch war es nicht. Ich kann es halt von hier aus einfach nicht erkennen, was das ist. Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. Okay, das war's nicht. Lasst uns von... Brotleib. Jetzt Armer Brotleib. Ich kann halt einfach nicht... Also Milch war's nicht. Zur schwarzen Kerze? Was ist das da hinten? Ich sehe hier halt noch nicht mal einen verbrannten Baum. Ah nee, doch, der verbrannte Baum ist da. In Richtung Städte. Rabenkadaver. Wo ist denn der Rabenkadaver? Das da? Wo ist ein Ziegenschädel? Geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr. Mir. Okay, das war auch nicht das Richtige. Jetzt. Ich weiß halt auch nicht, wie das Zeichen aussieht. So, was er wahrscheinlich so ein Pentagramm. Nee. Pentagramm kann auch nicht sein. Also, das war's nicht. Das
was nichts. Herr, begebt euch in Richtung der schwarzen Kerzen. Okay, das war richtig. Zweifel mein Pentagramm, ja. Wobei, das wäre ein komisches Pentagramm. Na, oder? Na doch, könnte ein Pentagramm werden. Es war jetzt auf jeden Fall das Ziegen. Nee, die schwarzen Kerzen waren. Ja, die schwarzen Kerzen. Schwarze Kerzen. Vor allem, ich weiß halt nicht, wie man so ein Pentagramm zeichnet. Ich krieg ja noch nicht mal das Haus vom Nixenblaus hin. So, da. Jetzt geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr. Okay, das ist richtig. Nummer 3. Ziegenschädel. Ich werde den Zettel wahrscheinlich irgendwann suchen. Ziegenschädel. Jetzt ist die Frage. Verbrannter jetzt Baum? Jetzt zum verbrannten Baum. Ja. Was soll das werden? Verbrannter Baum. Es ist beängstigend, dass wir bis jetzt keinen Fehler hatten. Ein M für Meyers. okay, das hatten wir, das hatten wir. Das. Da ist die Milch, da ist der Kadaver. Wo der Hexenkreis ist, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich das da. Ich hoffe nicht. In Richtung Städte wird das da sein? Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Mir ist ein... Okay, scheiße. Da ist ein Fehler. Dann war es erst das Brotleib. Jetzt zum versteinerten Brotleib hin. Brotleib. Jetzt wird das halt tricky. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Dann waren es die schwarzen Kerzen. Herr, begebt euch in Richtung der... Warum ist wieder jemand hinter dir? Er will nur kuscheln. Geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr. Jetzt zum... Quantenbaum. Fangt an, das Pulver auszustreuen. Mir... Okay, das ist das auch nicht. Also, was ich ausschließen kann, ist Hexenkreis und saure Milch. Es bleibt auf jeden Fall noch Hinrichtungsstätte. Und Rabenkadaver. Dann hier schwarze Kerzen haben wir, verbrannten Baum haben wir, Ziegenschädel haben wir, Brotleib haben wir, Hexenkreis ist weg und saure Milch ist weg. 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben die Hinrichtungsstätte und wir haben einen Rabenkadaver noch. Also entweder Rabenkadaver oder Hinrichtungsstätte gleich. Versteinerter Brotleib. Das kann sich halt einfach nur umstunden handeln. Schwarze Kerze. Herr, begebt euch in Richtung der schwarzen Kerze. Maske hat er. Ja, das ist diese Seuchenmaske. Der steht immer hinter mir. Der will mich einfach nur zu sich holen. Das bin ich schon gewohnt. Geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr.
Ich hoffe, ihr wisst, dass das nicht funktioniert, oder? Ich hoffe, das ist euch bewusst. Jetzt zum verbrannten Baum. Aber ich lasse euch mal euren Spaß. So, okay, jetzt Rabenkadaver. Oder Hinrichtungsstätte. Das wäre so. Mal Rabenkadaver. Herr sucht im Kreis nach einem Rabenkadaver. Rabenkadaver war richtig. Rabenkadaver. Gut, Rabenkadaver. Dann, wie gesagt, hier ist auch die Milch. Hinrichtungsstätte und Hexenkreis. Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Nee. Scheiße. Okay, da ist ein Fehler drin. Hexenkreis ist also nicht, also bleibt nur noch die Milch oder die Hinrichtungsstätte. Jetzt streut's. Ach Gott. In 360 Jahren haben wir's fertig. Wir verbringen halt einfach so die ganze Zeit damit, diese scheiß Rätsel zu machen. Schwarze Kerzen. Herr, begebt euch in Richtung der schwarzen Kerzen. Ich hasse es. Und vor allem, man kann es halt auch nicht überspringen, ne? Dann kommt der Ziegenschädel. Ziegenschädel. Geht jetzt zu diesem Ziegenschädel, Herr. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Hinrichtungsstätte als letztes ist. Aber ich weiß es halt nicht. Verbrannter Baum. Das weiß ich mittlerweile sogar schon auswendig. Kommt der Rabenkadaver. Herr, so. Jetzt ist die Frage. Die Milch... Oder die Hinrichtungsstätte. Die Milch wäre dann halt einmal so rüber. Die Hinrichtungsstätte wäre noch da. Wir machen einfach mal die Hinrichtungsstätte. Oder? Nee. Markiert den Hexenkreis. Markiert. Ach du grüne Neune. Okay, dann zu. Fangt an, das Pulver auszustreuen. Okay, die Milch. Und geht dabei in Richtung Steinschüssel. Die Milch. Danach geht's dann noch weiter. Milch, nicht Milchio. Milch. Jetzt. Geht in Richtung des Hexenkreises, Majestät. Ihr müsst einen großen, ebenmäßigen Kreis in einem gewissen Abstand zum Scheiterhaufen streuen. Kreis. Das ist mir wirklich fantastisch gelungen. Ein Jammer, dass der Wind mein Werk ruinieren wird. Das ist aber kein Pentagramm. Das entstammt der Feuerenergie, einer schwer zu bändigenden Macht. Diese hier wurde noch potenziert. Sie verzehrte den Leib der Verfluchenden. Das ist aber kein Pentagramm. Schluss mit diesen Fantastergüssen, wie Detmold sagen würde. Was für eine große Zauber. Das ist kein richtiges. Ich hab mir die Schuhe eingesaut. Bleibt im Kreis, Herr. Das Pulver stinkt nach Zwergenkacke. Naja, okay. Aber sieht nett aus. Sieht nett aus. Das ist der Hexenkreis. Wo sind meine Hexen, wenn ich sie mal brauche? Aber ey, wir haben es wenigstens. Wir haben die Scheiße hinter uns. Jetzt kommt der spannende Teil. Toter Kohl, toter Kohl, toter, 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 toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter, 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 toter Kohl. Gut, dass es passt und gerade nicht gesprochen wird, Luna. Gut, dass nicht gesprochen wurde. Aber ja, Katzin. Haben Angst vor Geistern. Hat doch jeder. Verflucht, das sind Jahrhunderte. Bleibt ruhig, Herr. Die magischen Runen schützen uns. Die Geister können die Barriere nicht überwinden. Vor Menschen habe ich keine Angst. Aber diese widerlichen Viecher machen mich nervös. Solange ihr innerhalb der Runen bleibt, seid ihr sicher. Was soll ich machen?
Wenn die Zauberin euch erwähnt, müsst ihr gnädig sein und ihren Qualen mit dem Spieß ein Ende machen. Schutzkönig Ensel. Die Geister können uns erreichen. Und jetzt? Ich muss mich um sie kümmern. Ihr Majestät müsst den Exorzismus vollenden. Du sollst verflucht sein, Ensel! Durch Blut und Feuer! Es geschieht durch Blut und Feuer! Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutstreif seinen tödlichen Weg. Die Narren lassen sich von den Schuppen blenden, die im quadratigen leisenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Recht und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe. Durch Schmerz und die Allgewalt der Luft verzögert. Was labert die denn für eine Kacke? Unschuldig gemeuchelter, erfüllt sich die Prophezeiung. Du wirst sterben, wie ich es prophezeit habe. Jetzt, Majestät. Hexenzirk und so, ja. Merk schon. Hau rein aufs Zeug. Voll in die Brust. Die armen Titis. Es hat geklappt. Bist du sicher? Sicher bin ich nur, dass ein Zwerg unter einem Troll durchpasst, auch auf Zehenspitzen. Aber ich glaube, dass es gut gelaufen ist. Gut für mich? Gut für dich, überleben die schon. Aber schlecht für Edla. Nee, ich glaube nicht. Ich habe den Fluch von euch genommen, aber er hat noch Macht. Die Geister der Gefallenen kämpfen weiterhin vor Wergen. Mit denen werden wir genauso fertig wie mit dieser verkohlten Kuh. Das Unterfangen ist noch schwieriger. Ich glaube an dich. Glaube kann Berge versetzen. Darum brauche ich ein Artefakt, das für den Glauben steht. Ich weiß, ich weiß. Detmold sagte es schon. Ich gebe dir das Medaillon. Aber jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Gehen wir zum Zelt. Ich lasse den besten Wein holen. Den hast du dir verdient. Oh ja, bei Wein bin ich dabei. Und Level Up. Sehr gut. Sogar zwei. Hui. Hui, hui, hui. Okay, Chance auf kritischen Effekt bluten. Gegner zu schädigen, nicht direkt invidierte Gegner allein 100% Schaden. Cool. Getötung. Ich hätte aber gerne halt dann hier. Schadensreduktion.